Ja, hallo zusammen. Beim letzten Mal haben wir uns darum gekümmert, dass wir hier Bienen hinbekommen. Ich habe derweil noch ein paar leere Bienenkörbe aufgestellt, so dass sich die Bienen weiterhin vermehren können. Na, hier sind jeweils leere Bienenkörbe. Hier ist schon was bevölkert. Das heißt, sie haben sich schon mal angefangen zu vermehren. So, der Grund, warum wir das alles machen, ist, dass wir uns Honig und Wachs beschaffen können. Und um an diesen Honig bzw. Wachs ranzukommen, müssen wir jetzt erstmal diesen Bienenkorb abbauen. Aber Obacht, wenn ihr diesen Bienenkorb zerstört, werden die Bienen herauskommen und wütend sein. Aus diesem Grund bauen wir uns ein kleines Ablenkungsmanöver. Und zwar habe ich hier unten trockenes Gras. Wir gehen aufs Handbuch und schauen einmal nach. Nee, da ist es nicht bei. Dann schauen wir mal bei den Stöcken. Da ist es auch nicht bei. Ja, dann haben wir noch eine Alternative. Und zwar machen wir uns jetzt mal einen Strohballen und gehen dann aufs Handbuch und dann haben wir einen Rüstungsständer. Ich schaue noch mal gerade so ins Handbuch. Strohpuppe, die wollen wir haben. Eine Strohpuppe. Warum wir die jetzt gerade im Handbuch nicht gesehen haben, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Aber es ist ja auch kein Drama. Also wir brauchen zwei Heuballen. Dazu machen wir uns noch schnell einen zweiten Heuballen. Jetzt haben wir zwei Stück. Jetzt nehmen wir diese zwei Heuballen und setzen einen Stock drunter und haben eine Strohpuppe. So, diese Strohpuppe platzieren wir jetzt hier. Naja, das gefällt mir nicht. Also zum Aufnehmen dieser Strohpuppe muss man einfach nur Shift drücken. Dann kann man die mit rechten Maustaste wieder aufnehmen. Ich möchte, dass sie in die Richtung guckt. Zack, so. Wenn man dagegen haut, seht ihr, diese Strohpuppe wippt hin und her. Und nun können wir uns dran machen und einen erntefähigen Bienenkorb mal abbauen. Ich würde sagen, wir nehmen den hier, der ist schön dicht dran. Wir hauen da einfach mit der linken Maustaste drauf und wir sehen sofort, dass Bienen freigesetzt wurden. Und damit diese Bienen uns nicht angreifen, haben wir hier diese Strohpuppe. Ja, der Bienenschwarm ist hier oben. Der haut da gerade ab. Und jetzt kommt er auf uns zu. Im schlechtesten Fall greift er uns an. Aktuell tut er das nicht. Ja, jetzt greift er die Strohpuppe an. Habt ihr das gesehen? Also, wenn ihr einen Bienenstock abbaut und die Bienen aggressiv sind, dann in der Regel greifen sie einen sofort an. In diesem Fall sind sie erstmal abgehauen und jetzt begnügen sie sich auch mit der Strohpuppe. Jetzt bin ich hier aber stehen geblieben. Hab aber Glück gehabt, dass sie mich jetzt nicht angegriffen haben. Ansonsten würde ich, man sieht es an der Strohpuppe, immer wenn sie gestochen wird, wird sie rot. Das heißt, sie bekommt in Anführungsstrichen Schaden. Diesen Schaden würden wir bekommen, wenn wir die Strohpuppe nicht hätten und die Bienen uns angreifen würden. Wir verdrücken uns jetzt mal gerade ganz galant. Und nun können wir hergehen und uns damit auseinandersetzen, was kann ich denn mit dem gefundenen oder mit dem erbeuteten Sachen machen. Wir haben sechs Rohrkolben
Das reicht natürlich nicht, um sofort einen neuen Bienenstock zu machen, aber es ist schon mal ein Anteil, der uns hilft, einen Bienenstock wieder zu kreieren. Aber wir haben hier unsere Bienenwaben. Drei an der Zahl in diesem Fall. Wenn wir über einen Eimer gehen und mit der rechten Maustaste dann und Shift gedrückten Shift-Taste den Eimer anvisieren, dann sehen wir jetzt, hier ist Honig drin, 0,6 Liter, also sprich 0,2 Liter pro Bienenwabe. Und wir haben hier drei Bienenwachs. Mit diesen drei Bienenwachs können wir in dieser Anordnung eine Kerze erstellen. Eine Kerze, das haben wir ja schon rausgefunden, ist notwendig, um eine Lampe herzustellen, eine Laterne. Deshalb, wenn man richtig viel ausleuchten möchte, dann kommt man nicht umher, sich eine Menge Kerzen zu besorgen, die wir ja auch, was wir auch schon gesehen haben, über das Schürfen rausbekommen. Aber da muss man gleich dazu sagen, das ist dann schon deutlich anstrengender und umständlicher, da die Menge an Wachs herauszubekommen, beziehungsweise an Kerzen so, die man benötigt, um entsprechend viele Laternen herstellen zu können. Das wird dann eher schwieriger und deswegen ist es ein sehr effizienter Weg, sich Bienen zu beschaffen, so wie wir es im letzten Video gesehen haben, und dann entsprechend hier eine Zucht aufzumachen. Wir können jetzt hingehen, uns mit Ton ausstatten und noch Rohr, also Schilf, Rohrkolben. Ich weiß gar nicht, habe ich noch irgendwo was? Ich habe ja mittlerweile so vieles. Was haben wir hier? No, 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 no. Da haben wir noch ein bisschen Bienenwabe. Die könnten wir dann auch auspressen. Die habe ich mal irgendwo im Loot gefunden. Aber die Menge an Loot oder die Menge, die man benötigt, im Loot zu finden, ist sehr unwahrscheinlich. So, können wir uns jetzt einen Bienenkorb machen? Wir schauen einmal. Jawohl. Es reicht für einen Bienenkorb. Das ist sehr schön. Haben wir Glück gehabt. Und nun können wir wieder rausgehen und den gerade frei gewordenen Pfosten mit einer neuen, mit einem neuen Bienenkorb ausstatten. Jo. Das war eigentlich der Sinn und Zweck von Bienenzucht und Bienenbeschaffung. Das heißt, man bekommt Honig. Honig kann man wiederum auch verzehren oder aber man kann da auch diverse andere Sachen noch mitmachen. Pflaster zum Beispiel erstellen, die einem Heilung verschafft. Können hier mal gerade Honig eingeben. Dann sehen wir, Pflaster oder aber, dass man das Ganze in einem Behältnis aufbewahrt, um es dann über die Schüsseln zu verzehren. Das geht ganz einfach, dann indem man eine Schüssel aufnimmt, zum Gefäß geht, mit der rechten Maustaste einmal auf das Gefäß klickt und dann hat man den Honig in der Schüssel. Und wenn man dann in den leeren Raum zeigt und auf die rechte Maustaste drückt, dann verzehrt man den Honig. Das ist ein Anwendungsbeispiel für Honig. Ja, er muss ja nicht verkommen, ne? Also wenn man sowieso dann Sachen abbaut, abbaut sage ich schon, also Honigwaben hat, Bienenwaben, Wachs zu bekommen, dann kann man auch den Honig mitnehmen und entsprechend für sich einsetzen. Ja,
ganz nebenbei hier ein bisschen die Störenfriede beseitigt, die Nerven dann schon zwischendurch. Ja, by the way, den dauerhaften Zuschauern wird aufgefallen sein, dass hier jetzt plötzlich was Schwarzes drüber ist. Ja, ich habe ein Dach gebaut. Ich hatte vorher noch kein Dach und das hier drunter befindet sich mein Lager. Und ich habe mir gedacht, naja, mein Gott, da kann man das Ganze auch mal ein bisschen in hübsch machen. Dann schneit es nicht hinein, es regnet nicht mehr hinein und das Ganze sieht eigentlich auch ganz nice aus. Normalerweise gehe ich nie in solchen Videos auf Baugeschichten großartig ein, weil ich mich persönlich nicht für einen guten Bauer halte. Aber so sieht das Ganze dann von oben aus. Die Fronten werden natürlich noch verschlossen, beziehungsweise an den Seiten links und rechts vom querstehenden Gebäude, beziehungsweise querstehenden Anteil des Gebäudes. Dort werde ich dann letztendlich meine Windräder aufbauen, wo wir auch in der nächsten Zeit mit zu tun haben werden. Aber ich wollte die Voraussetzungen diesbezüglich erstmal geschaffen haben, damit ich letztendlich auch weiß, wo ich das platzieren kann oder muss, um meine Baufähigkeiten nicht zu sehr zu strapazieren und das Ganze im Nichts stehen habe. Das würde mich persönlich dann ja dann auch doch ärgern. Obwohl ich, muss ich fairerweise dazu sagen, nicht allzu viel auf exakte Bauweise Wert lege. Aber da ist jeder etwas anders gestrickt. Für mich ist der Gesamtspielspaß an erster Stelle und nicht, ob ein Gebäude jetzt super symmetrisch oder nicht ist. Wobei ein bisschen Symmetrie habe ich dann doch schon als Anspruch, aber das ist relativ gering. Also hier in diesen noch offenen Stellen, die werden irgendwann geschlossen werden, beziehungsweise da wird irgendwann ein Rotorblatt rausgucken, um das als Vorgriff zu nehmen für eine nächste Folge. Ich bin mir noch nicht ganz schlüssig, ob es schon die nächste oder ob es noch die übernächste wird, aber wir werden die Geschichte mit den Windrädern recht bald angehen, denn ich möchte ja auch malen beziehungsweise Eisen verarbeiten. Ja gut, das soll erst einmal die Sache zum Honig beziehungsweise Wachs Schrägstrich zu den Bienen gewesen sein. Ich hoffe, ihr konntet was lernen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht zuzuschauen. Wenn irgendwelche Fragen, Anmerkungen sind, wie immer gerne über die Kommentare. Ansonsten lasst mir sehr gerne ein Abo da, falls noch nicht geschehen, und oder ein Like. Da freue ich mich immer drüber. Es spiegelt dann doch ein bisschen wider, dass man die Mühe, die man sich macht, doch auch gewertschätzt wird. Das finde ich toll. Grundsätzlich gesehen ist es aber kein Muss, denn in erster Linie ist es ein Spaß für mich. Und an dieser Stelle verabschiede ich mich dann wie immer mit einem bleibt mir gesund, bleibt mir erhalten, bis zum nächsten Mal. Tschüssikowski!